Das Laxenburger Sommerkino der Bühne Laxenburg mit den kaiserlichen Schlossanlagen als Hintergrund zählt sicher zu einer der schönsten Open-Air-Events weit und breit. Eine herrliche Kulisse bietet der Schlosspark in Laxenburg alljährlich für das Sommerkino. Vergangenen Freitag wurde hier die deutsche Tragikkomödie Dieses bescheuerte Herz mit Elias Mbarek in der Hauptrolle gespielt. Das Sommerkino hier in Laxenburg spielt ja einige Highlights. Größte Leinwand, größter Platz. Mir kommt vor, sie machen ein bisschen dem Rathausplatz in Wien schon Konkurrenz. Nein, das können wir gar nicht. Ich bin ja eher klassische Opern und so weiter. Also bei uns gibt es wirklich tolle Filme zu sehen. Und ich sehe uns nicht als Konkurrenz. Also wir haben die ortsansässige Gastronomie und den Bezirk Mödling, Baden und natürlich auch Kundschaft aus Wien. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir können uns gratulieren. Einerseits natürlich zum Ambiente, das Gott sei Dank über die Jahrhunderte ganz, ganz toll hier seitens der Gemeinde erhalten worden ist. Auf der anderen Seite, dass wir von 2006 bis 2008 diesen Schlossplatz umgebaut haben, damals von einem Riesenparkplatz hin zu diesem wunderbaren Ensemble, haben wir natürlich auch klarerweise beschlossen, kein Freilichtmuseum in diesem Sinne zu machen, sondern den Platz zu beleben. Und damals war das erste Jahr 2008, dass wir mit dem Sommerkino begonnen haben. Und seit diesem Zeitpunkt ist das ein wirkliches Erlebnis. Und das, was für uns als Gemeinde auch so erfreulich ist, dass einerseits natürlich die Filmauswahl unserer Vizebürgermeisterin Elisabeth Maxim Bände spricht und dafür auch sorgt, dass so viele Gäste kommen. Aber wir haben es natürlich auch geschafft, in der Zwischenzeit uns in der Region einen Namen zu erarbeiten. Wir haben alleine am ersten Abend nach dem Film über 2500 Likes gehabt für diesen Film, für die Veranstaltung als solches. Also ich kann nur sagen, durch und durch gelungen. Wie viele Gäste sind das ungefähr in einer Spielzeit? In einer Spielzeit haben wir ca. 3500 Gäste. Nachdem heuer aber tolles Wetter angesagt ist für die ganze Periode, hoffe ich doch, dass wir das noch toppen können. Wie gefällt es Ihnen? Sehr entspannt, das ist wirklich ganz toll. Bin mit meiner Mama da und macht Spaß auf jeden Fall. Sie sitzen hier, glaube ich, auf einem der begehrtesten Plätze, die Lounge Chairs. Ja, wir sind noch früh genug da gewesen. Wir plaudern schon seit 2,5 Stunden. Mutter-Tochter-Tag heute, ja. Es ist hier wirklich kuschelig. Nicht nur in Wien kann man gute Kinoabende verbringen, sondern auch Laxenburg bietet das, ja. Sehr toll. Und ich freue mich sehr, dass das auch von unseren Gästen hier so positiv vermerkt wird. Es spricht sich einfach herum. Und wenn ich mir überlege, kommenden Mittwoch bei Mamma Mia, dem zweiten Teil, den wir überraschenderweise hier bereits spielen dürfen, obwohl er erst sehr, sehr kurz im Kino läuft, da wird wahrscheinlich der Schlossplatz aus allen Nähten platzen. Also auch das natürlich für uns wirklich in jeder Hinsicht ein Erlebnis. Das heißt, Sie überlegen schon eine Erweiterung des Schlossplatzes? Wenn wir das könnten, ja. Aber wir werden natürlich mit entsprechenden Bänken und Sesseln Vorsorge treffen. Bei uns bekommt jeder, der kommt, einen Platz. Das Sommerkino in Laxenburg. Jedes Jahr ein Filmerlebnis der besonderen Art.